Ja, bei der Innovationsregion Rheinisches Revier ist im Augenblick viel los. Ein neuer Geschäftsführer ist bestellt worden. Man hat dort den FDP-Hauptgeschäftsführer Ralf Stärk des Landesverbandes der FDP in NRW bestellt. Man hat kein Auswahlverfahren, keine Fachlichkeit letztendlich zugrunde gelegt, sondern hat es einfach so in einer Hauruck-Aktion entschieden. Uns hat das schon ein bisschen verstört, weil wir gesehen haben, dass die IRR eigentlich in den letzten 7 Jahren sehr auf Überparteilichkeit geachtet hat und wir es, glaube ich, nach wie vor für richtig finden, dass bei so einem Thema, was eigentlich Generationen betrifft und wo man langfristig arbeiten muss, Überparteilichkeit ein ganz wichtiger Wert ist. Das scheint jetzt ein Stück verloren zu gehen. Wir hoffen sehr, dass wir dahin zurückfinden. Gleichzeitig kommt man mit wenig Inhalten, sondern man schlägt nur vor, einen neuen Namen, Zukunftsagentur oder so etwas soll das Ding jetzt heißen. Ich sage mal, Zukunft gibt es immer. Die Frage ist, ob Fortschritt organisiert wird, ob Innovation, Strukturwandel wirklich stattfinden. Dafür werden wir uns einsetzen und deswegen werden wir jetzt aufpassen, was mit der IRR weiter passiert und vor allen Dingen, ob man zu einer Überparteilichkeit hier zurückfindet.